an der 1000-Freunde-Mauer. Mit Kia geht's immer nach oben, Freunde. Hallo Schalker, wir begrüßen euch wieder recht herzlich zum heutigen Kia Autotalk im schönen blauen Kia vom Avi, der Legende vom FC Schalke 04. Glück auf. Glück auf. Letzte Woche, dreckiger Sieg, 3 Punkte. Avi? Ja, es reicht. 3 Punkte, wenn man 3 Punkte holt in Münster. Das war kein gutes Spiel, Peter, aber ja, egal, das haben wir immer gesagt. Ja. Auch solche Spiele muss man schnell vergessen, ob man nicht die Punkte kassiert. Du hast mir da diese Woche so einen Zettel reingereicht. Deine Philosophie ist immer 4-1-4-1. Ja. Steht aber auch drauf, ein neuer Torwart. Ja, da steht drin, neuer Torwart. Also ich habe den Hoffmann mal reingetan, weil ich glaube, wir haben 17 Tore reingekriegt. Und man sagt ja immer, die Torhüter sind gleich. Keiner von den beiden ist besser so richtig. Also sollte man dann vielleicht auch mal nachdenken, Hoffmann mal spielen zu lassen. Ja. Weil 17 Tore. 19 hat Braunschweig, also wir haben die zweitschlechtesten Torverhältnisse und da sollte man schon mal ein bisschen nachdenken. Viererkette hinten, also jetzt erstmal die beiden Jungen, die in der letzten Woche das erste Mal gespielt haben, die der Trainer aufgestellt hat, haben überzeugt, sind wieder dabei in der Innenverteidigung, Kajas und Bulut. Ja, so würde ich die beiden auch stehen lassen, auf jeden Fall. Auf der rechten Seite, überraschend, Schallenberg. Ja, ich habe Schallenberg auf die rechte Seite genommen, weil er schon mal als Innenverteidiger gespielt hat. Wir haben ein bisschen Probleme auf der rechten Seite, ein paar Verletzte. Schallenberg kann da spielen, ja. Ob der 2-3 Meter weiter rüber rückt oder nicht. Ich glaube, das spielt keine große Rolle. Ja. Das kann der. Rüger davor? Jawohl, der davor, als einziger Sechser. Ja. Ja, dann auf der rechten Seite habe ich gesagt, Tempelmann, Juris, ja, Karaman und Mohr und vorne Süller. Ja. Und dieses Dreieck Süller, Karaman und Juris, das möchte ich gerne behalten, weil alle drei von den dreien können Tore machen. Das sind alle drei gute Jungs, die gute Abschlüsse haben und deswegen würde ich die einfach zusammenspielen lassen über die Außenbahn. Ist Mohr und Tempelmann, die nach hinten auch viel arbeiten können. Meiner Ansicht nach, das haben sie auch schon mal oft bewiesen und deswegen will ich so spielen. Ich meine, Torjäger von Silla hat er bewiesen, 2 Stück gegen Münster, war da, wo er stehen muss als Mittelstürmer. Kein Thema. Der Trainer wird die Jungs wieder heiß machen, oder? Er brennt. Ja, ich hoffe, dass er sie heiß macht. Also, der muss sie heiß machen. Und noch heißer, als er sie gemacht hat hier in Münster. Und es wird sicherlich kein einfaches Spiel. Ja, ja. Okay, der Trainer von Hertha kommt natürlich auch nicht hin, einfach um die Punkte abzugeben. Nee, das kommt er sicherlich nicht hin, weil bei Hertha brennt der Baum auch. Und die müssen zusehen, dass sie auch Punkte holen. Auswärts sind die sowieso stärker, oder? Ja, auswärts spielen die ein bisschen besser. Die haben auch in Nürnberg gewonnen, aber wie gesagt, das sollte uns jetzt nicht erschrecken. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, neue Trainer sind im Gespräch. Einfach mal eine Frage, Abi. Du bist ein renommierter Fußballnationalspieler, Trainer. Hast unter Peter Neururer als Co-Trainer mit Saarbrücken den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Warst in Antalya, hast den UEFA-Pokal-Quali geschafft. Warst in Lettland, bist Meister geworden, in Kärnten, in Sofia. Hat dich eigentlich keiner mal gefragt, ob du das hier in Schalke machen willst? Nee, leider noch nicht. Unverständlich. Das natürlich auch gerne machen, ist ja ganz klar. Also Schalke liegt mir am Herzen und wenn jemand kommen würde und würde sagen, du Abi, willst du das machen? Natürlich würde ich das machen. Nur ich hatte nach Lettland ein kleines Problem gehabt. Deswegen bin ich da so ein bisschen aus dem Trainergeschäft rausgekommen, weil ich hatte eine Krebsgeschichte gehabt, die ich jetzt aber lange überwunden habe. Gott sei Dank. Oh ja, genau, Peter, Gott sei Dank. Und man darf nicht vergessen, ein Trainer ist wie ein Schauspieler. Wenn er wenig Jobs kriegt, dann ist man schnell aus dem Geschäft. Und ja, und das ist es nochmal so, wenn du lange jetzt nicht was trainiert hast, dann glauben die alle, du kannst nichts. Ja, okay. Vor dem Spiel heute wieder volles Stadion, volle Arena. Fans voller Erwartungen. Heute nochmal 3 Punkte, würden wir einen schönen Satz nach vorne machen. Ja, ich glaube auch, dass die Mannschaft gut genug ist. Wir haben viel Potenzial in der Mannschaft. Ich glaube, dass man
eine gute Mannschaft zusammengestellt hat. Und ich habe auch gesagt, die Mannschaft muss oben mitspielen, wenn die richtige Mannschaft aufgestellt wird. Und ja, man muss mit Herz spielen. Ja, das hat Jakobs ja auch gestern erzählt in der Pressekonferenz. Sein Herz ist wie ein Spieler, sein Kopf ist wie ein Trainer. Das Gleiche habe ich auch, nur meine Augen. Das ist das, wo ich immer viel Wert drauf gelegt habe. Ich kann Spiel gut lesen. Das stimmt. Also habe ich nicht drei, sondern drei Möglichkeiten und nicht nur zwei, wie der Jakobs. Ja, Schalke, ist alles gesagt. Ja. Dein Tipp? Mein Tipp ist 2-1. Ich habe letztes Mal mit meinem Tipp daneben gelegen in Köln. Ja. Also, ich sage 1-0, ein dreckiger Sieg, reicht, 3 Punkte. Ja, da würde ich auch nehmen, ja? Ist mir egal, ich würde das auch nehmen. Genau, also, genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir gewinnen und das Stadion wird voll sein. Und ja, auf jeden Fall, dann kann man wieder ein bisschen feiern. Da würde ich sagen, Glück auf, liebe Schalker. Ciao, ciao. Glaube ich auch nicht.